In so gut wie jedem Insolvenzverfahren sind auch Immobilien betroffen. Immobilien, die dem insolventen Unternehmen gehören, dienen in der Regel als Sicherheiten für finanzierende Banken und Immobilien, die Dritten gehören, nutzt das insolvente Unternehmen in der Regel als Mieter. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Insolvenzverfahren zwar aktuell noch rückläufig, im Jahr 2020 war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen mit knapp 16.000 sogar über 15% niedriger als im Vorjahr und so niedrig wie noch nie seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahr 1999. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Unternehmen aktuell so gesund sind, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen hier massive Anzeichen, dass sich die Anzahl krisenbehafteter Unternehmen mehr und mehr vergrößert. Sondern der Grund für diese rückläufigen Insolvenzverfahren sind die Maßnahmen seitens der Bundesregierung, um betroffene Unternehmen zu unterstützen. Und zwar einerseits durch finanzielle Hilfsprogramme und eben zusätzliche Liquidität und zum anderen durch eine vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Wobei ganz wichtig ist, zu berücksichtigen, dass diese Aussetzung der Antragspflicht nicht umfassend gilt, sondern wirklich nur für ganz bestimmte Unternehmen, die eben pandemiebedingt insolvenzreif geworden sind und auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Klar ist jedenfalls, dass die Anzahl der Insolvenzverfahren in absehbarer Zeit zunehmen wird. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich bereits jetzt mit den wesentlichen Grundlagen des Insolvenzrechts vertraut machen, zu den alten und auch den neuen Restrukturierungsoptionen und auch den Fallstricken auseinanderzusetzen, um optimal vorbereitet zu sein.